Am Ende, weißt du, ist er sein Zeit eigener für die Vater. Steuerprüfung. Habt ihr mal überlegt? Er ist jetzt in der Vergangenheit. Vielleicht lernt er jetzt hier seine Frau kennen, die dann im Endeffekt seine Mutter ist. John Connor! Ja, ne? Wollt ihr bei der Musik hören? So, jetzt geh ich mal hier rein. Und jetzt? Oh, guck mal da. Das ist Mutti. Oh, Mutti. Oh, Mutti. Ich werde deine Braut sein, wenn ich älter bin. Wir werden eine glückliche Familie sein. Jetzt muss auch noch jemandem die Frau. Ich verspreche es dir. Ich möchte ein Kind genau wie dich haben. Ich möchte es Hochofen nennen. Guck mal, die sind vielleicht so 5, 6 Jahre alt, die Kiddies, und sagen jetzt schon hier Kinder und Familie, ne? Überleg dir das. Ganz normal, haben wir früher auch. Ja. Was? Als Kind? Ich möchte das Kind. Also als Kind wollte ich immer meine Cousine heiraten. Bis irgendwann mal die Mutter gesagt hat, ja, du weißt schon, ne? Das kriegt man mit der Zeit von alleine raus. Hey, jetzt hast du deine Cousine geheiratet, oder wie war das? Ja, ich habe meiner Cousine ein Kind bekommen und wir haben es Wettbaron genannt. Stimmt, ich bin eigentlich 2 Jahre alt. Achso, bist du aber ganz schön reif für dein Alter hier. Ganz schön ausgepufft. Ja, kannst mal sehen. Insel begrabt. Ich habe übrigens kein Bier mehr. Blablabla hier. Hol dir was Neues. Heldenbrunnen, junger Mann, nimm dein Schwert. Es ist jetzt Zeit zu kämpfen. Hochofen begriff die Wichtigkeit dieser Worte. Ach, das war's schon, das war's. Okay. Was? Hochofen? Ich komme mir gerade vor wie mein Mystery Science Theater 3000. War hier nicht noch ein Apple, den du holen konntest? Ja, und jetzt Vögel endlich mal die Meerjungfrau, ey. Ich kann's nicht mehr sehen. Geht ja nicht. Nee, geht ja nicht. Ich glaube, die war irgendwo auf der rechten Seite, die Blume, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht ganz sicher. Guck mal, das sieht man aber auch nicht. Da kriegt man irgendwann einen Drehwurm, wenn man die zu lange beobachtet. Könnt ihr alle abhupfen mal so. Zirp, zirp. Guck mal, ob ihr die seht. Ja, wir hier, ne? Wir vor allem. Ja, vielleicht seht ihr es. Ja. Das sieht man echt nicht, weißt du? Eine dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Ah, ich hab sie. Nee, die dreht sich mit. Hier. Erster. Das ist der größte Blumenfan, hab ich gehört. Der größte Fan bin ich. Größte Fan von Blumenfies, 2013. Was für ein Spiel. So schön. So, letzte Station. Wo ist das? Wo geht's lang? Erstmal speichern, Bruder. Oh Mann. Da unten links im Wasser ist sie. Nee. Oh, mal hier durch. Kann ich landen? Lass mich hier raus. Oh, jetzt. Oh, Leute. Ich will es gar nicht sagen, aber ich glaube, wir sind bald am Finale angelangt. Finale! Wow! Oh, nö! Finale! Na, Speicher, oder du wirst ganz jämmerlich verrecken. Hast du überhaupt eine Kerze noch? Ja. Natürlich habe ich eine Kerze. Muss der Spielverderber sein, tut mir leid. Ich habe immer eine Kerze. Gib mir eine Katze. Darf ich die Katze danach haben und die essen? Gib mir eine Katze. Nein. Oh, so richtig schön verspeisen? Nein. Wie entgräten sie vorher auch? Ich dachte doch, wie so ein Döner spielt. So einfach da so eine Scheibe Fleisch abschneiden. Und diese Maschine. Ihr seid voll gemein. Der Gerät schläft nie, der Gerät wird nie müde. Der Gerät schneidet schweißfrei. Der Gerät Katzen ist vor Fleisch. Dem Chef im Geschäft. Der Gerät kann schwimmen. Wird Tages, es wird irgendwann ein Tag kommen, an dem der Döner den Menschen ersetzen wird. Gab's ja auch. Echt? Ja. Oh Mann. Oh, komm mal, ihr wollt stacheln. Au, oh, ihr seid so scheiße. Und ab damit. Nein, das wächst alles nach. Nein. Du hast auch die mega Viecher hier. Shogo Soße. Ja? Mayonnaise, Käsesoße. Spaghetti mit Yolonese? Swaggetti, das ist nur hier Moneyboy-Album, ne? Das heißt ja so. Swaggetti mit Yolonese. Swaggetti Yolonese heißt es. Hat er sich. Das ist so ein Bild von Spaghetti drauf, mit ihm mit der Kochmütze und er schielt da so ins Mikro. Genau. Er weiß aber, sich zu verkaufen. Das ist es einfach. Ja, er verkauft die Alben wie kaum ein anderer. Die Verona Feldbusch der Musikindustrie. Ist so. Ich glaube, der hat wahrscheinlich mittlerweile mehr Geld mit Musik verdient als jeder DSDS-Kandidat nach dem Finale. Ja, ist so.
hat er. Ja, der hat auch einen Plattenvertrag bei Sony. Ja, klar, ne? Er ist bei Sony mit dabei, weil die Musik ist nicht gut, das weiß er auch. Au! Würde ich einfach zurückgeworfen. Ich glaube, der macht das voll mit Absicht. Aus reinem Natürlich Formen. Macht er das mit Absicht. Aus sein ganzes Auftreten, dieses Dümmliche, weißt du, das ist einfach komplett geplant. Hat er angeblich Abitur, ey. Der hat sogar studiert und der ist schon über 30 Jahre alt, meine ich. Ja. Das kann ich. Aber der hat doch irgendwie nur so ein ganz komisches Studium von wegen, BWL oder was so. Was war da, BWL oder, ja. Irgend sowas, was jeder studiert. Sowas, halt, was nicht wert ist. Ja, aber der macht trotzdem Geld. Sorry, alle BWL-Studenten hier zu gucken, aber... Ihr seid nichts wert. Nicht die Menschen, nein, sondern das Studium selbst. Das ist einfach... Na, ach man, ich muss das Ding hier behalten. Shitty. So, mal so. Ja, ja. Ja. Hast du eine Mütze auf? Achso. Ob, was? Wie soll ich da rüberkommen? Geht doch gar nicht. Kannst du nicht das Armadillo für mich auch nochmal verstärken? Achso, also jetzt weiß ich wie. Nee, warte. Warte. Das verstärkt. So. Hier. Auf dem Schlick hier sprinten und dann... Boah! Hast du es gesehen? Ich sehe gerade gar nichts. Nee. Jetzt bist du schon drüben. Ja. Eben warst du im Menü, aber warst du drüben. Jetzt haben wir Schwarzbild. Ich hab gezaubert. Bruder, du spielst das gar nicht. Du spielst das nur mit Safe States. Ich sehe das doch. Ja. Ich safestate mich durch die ganze Zeit. Ja, nee, er hat 5000 Safety schon vorher steht und tut einfach die ganze Zeit nur F1, 2, 3, 4, 5 durch, weißt du? Ja. Wir sehen das gar nicht. Das genau. Ist normal so, so muss das aussehen. Mhm. Deswegen hat er auch 100 Mal ein Safestate bei einem schwarzen Bildschirm gemacht. Ja. Ich würde gerne mal sehen, wie dir so einer wirklich im Speedrun durchjumpt. Der macht wahrscheinlich die ganze Zeit zack, zack, zack. Ist ja nur am Rumspringen und Abkürzen und Exploiten ohne Ende. Ja, guck mal, die muss ich tiefer so gucken. Da sind das drüben war so ein Gesichtsgünter, der am Heulen war. Habt ihr das gesehen? Wo? Hä? Ja, hatte ich hier gerade im Standbild. So ein Ungeheuer. Ernsthaft? Nee. Das habe ich mir doch nicht ausgedacht, Freunde. Das war da. Das kann nicht sein. Nee. Das hast du ja ausgedacht. Warum nehme ich eigentlich den Leviathan und nicht den Moa? Verbündeter kann, Moab so kommt. Moab. Ist das nicht so ein Shit aus Call of Duty? Ja. Moab. Call of Duty, TV, TV, TV. Call of Duty. Call of Duty, Sports, TV. Sport. Ja, Leute, wisst ihr, was Xbox One beinhaltet, ja, ne? Sports, TV, TV, TV. Call of Duty, Dogs. Call of Duty. Shepard Dogs. Ja, sowas verkaufen sie dir als Feature, ne? Das kann nur EA, so ein Scheiß. Das ah, nee, ist ja gar nicht von EA. Einen Köter hast im Spiel, das ist ein Feature? Gar nicht wahr. Ja. Ist voll der coole Hast Hund, du doch in du. Diesem Spiel auch. Und du hast sogar noch einen Fasan und du hast sogar einen Menschen, den du lange nicht mehr benutzt hast, Bruder. Ich bin gerade ein wenig enttäuscht. Kann ich ja nicht. Den braucht man hier gar nicht mehr, das ist voll doof. Die meisten Tiere braucht man nicht wirklich, wa? Bruder, hier bräuchtest du den auf jeden Fall. Die schmecken lecker. Den Hund zum Beispiel brauchst du nicht. Bruder, benutzt doch jetzt mal Ciel. Der ist hier so gut wie... Der ist hier der Beste, den du benutzen kannst in diesem Level. Stimmt eigentlich. Dann kommst du ja, sofort hier rüber. Trinke daran. Ganz unten links bin ich. Warte auf dich. Wenn er wirklich so reden würde, das wäre voll lustig. Tut er auch. Tut er wirklich. Nein. Oh, das ist so dumm und fällt hier so schnell runter. Hey. Das ist etwas unten. Nein. Ja. Was passiert eigentlich, wenn du Ciel verstärkst? Oh. Ach, super. Mach ich doch gerade. Machst du nicht, ah, nee. Du hast wieder die Schlange da drin. Ja, der fliegt halt schneller dann. Hol dir den Apfel. Probier ich gleich mal. Das sieht hier echt lustig aus. Ja. So jedes dritte Bild und dann liegst du wieder auf dem Boden. Und das sieht echt cool aus. Ich bin gespannt, wie es hinterher aussieht. Mit Sound allem drum und dran, weißt du? Momentan aber. Ah, guck mal, da kann er ewig bouncen hier, guck. Das ist meine beste Verstärkung, die ich jemals gesehen habe. Zumindest in meiner Erinnerung von vorhin noch an Anfang des Spiels laufen alle Bilder flüssig ab gerade. Ich weiß nicht warum. Komisch. Wenn ich mich also vorhin zurückerinnere, da habe ich keine Standbilder, da habe ich alles flüssig. Ja. Stimmt. Unser Gehirn ergänzt halt den Rest von allein. Ich muss aber gerade mal loswerden, dass wir schon 5 Stunden aufnehmen. Hallo. Bald 6, wir haben 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr angefangen. Also bei mir geht die Konferenz 5 Stunden noch was. Ja Leute, seht ihr mal, was wir freitags tun. Du musst dran denken, ne? Dass wir zwischendurch auch mal Pause gemacht hatten und nochmal neu angerufen haben. Stimmt. Und ich habe gefragt, habt ihr mal kurz Zeit? Aber ja, schon ganz kurz. Ja.
Hat er mal kurz Zeit? Ja. Mann, ey, da wollte ich noch von meinem Lieblings-YouTuber NÖ und so weiter alle Videos noch gucken, die heute raus. Oh ja, muss ich machen. Das Beste. Das Beste, Digga. Das größte Fan von allem, deswegen muss ich den gucken. Voll die super Let's Plays, ey. Du machst das aber so gut, ey. Der Otter konnte das richtig geil. Du schnackst mit dem Otter noch zwischendurch, ja? Nee, leider nicht. Irgendwie, der ist gar nicht mehr so oft der. Oh, da liegt die Echse. Die Mama, guck, die Mama als Baby noch. Oh yeah. Vor uns liegt Gefährliches. Geh nicht näher ran. Doch. Jetzt töten. Ja, diese Gesichtsgünter hier meine ich. Die Energie des Geistes wird von den fünf Sinnen bewacht und ist sehr schwer zu bewinden. So. Komm, oder? Na, du siehst aber komisch aus, oder? Ey, doch, ich werde dein Freund sein. Ja, mehr, viele sind bereits ausgezogen, die Energie des Geistes zu zerstören. Doch keiner ist bereits zurückgekehrt. Zipfelklatscher. Kruzifix! Was? Was sagst du dir? Kennst du die Bla? Ja. Ja. Kannst du sagen, so, das ist gut. Ja. Oh, die Mutter. Die Mutter. Mutter Ungeheuer. Wer will? Das Horn. Das ist mein Horn, das du da hast. Warum? Warum? Es sollte keine zwei Hörner von mir auf dieser Welt geben. Wer bist du? Hochofen begann die Geschichte der Welt. Das erzähle. Der Welt des Lichtes, Hochofen. Der Lebensform und der Vergangenheit zu erzählen. Lass mich verarschen, Mutter Ungeheuer hörte Hochofen zu. Und war ungerührt von seiner Geschichte. Ich würde es kaum glauben, wenn du nicht dieses Horn hättest. Dass wir in der Zukunft keine Welt oder andere Lebensform gehabt hätten. Und was ist denn Licht wirklich? Das Gegenteil von Dunkelheit? Und heißt du wirklich Hochofen? Genau wie die Sterne am Himmel? Voller Geheimnisse? Was? Du heißt Hochofen? Als dieser Planet geboren wurde von einer Explosionsstadt, die sich auf unsere eigene Welt auswirkte. Als wir wieder zu uns gekommen waren, wachten wir auf und befanden uns auf diesem Planeten. Viele Male haben wir versucht, in unsere eigene Welt zurückzukehren, doch das Tor scheint irgendwie mit Energie versiegelt worden zu sein. Das Schicksal brachte die Ungeheuer hierher. Sie konnten nicht auf ihren eigenen Planeten zurückkehren. Doch auch so war es ihnen nicht bestimmt, in dieser Welt alleine zu leben. Wer kann es ihnen verübeln? Der Gedanke, dass Ungeheuer böse sind. So nimmt ein Mensch die Ungeheuer wahr. Zum ersten Mal in seinem Leben verstand Hochofen die Lage, in der sich die Ungeheuer befanden. Mord und Blutvergießen. Glaubste du wirklich, dass wir auf dieser Welt... Auf diese Weise. Weise Frieden. Was? Frieden gewinnen können. Auf diese Weise Frieden finden. Ja, okay. Mensch, bist du vielleicht in der Lage, das Tor zur Unterwelt zu öffnen? Doch, es ist gefährlich. Viele unserer Freunde haben dabei ihr Leben verloren. Dieser Blick in deinen Augen. Gehst du wirklich? Du brauchst dein Leben nicht zu riskieren. Ich frage dich noch einmal. Gehst du wirklich? Nö. Das ist einmal. Dann sage ich nichts mehr. Ich bete um deine Sicherheit. Ja, tschüss. Oh, guck mal, ich hab drei Dings voll. Aber ich glaube insgesamt gibt's vier. Och nö. Die fünf Sinne. Ich gehe in Tor 1. Irgendwo ist der Zonk, der beißt dich. Moin. Och nein. Das Auge. Nee. Alter Schwede, das bricht dir alles ein. Guck's dir an. Hier musst du mal mich benutzen. Ich bin ja der Beste. Ich glaub sogar, warte mal. Weil. Boah, die Musik, voll die Battle-Musik. Du siehst sie nicht, sie ist einfach hinter diesen Dingern hier verborgen. Du wirst mich benutzen lassen, Bruder. Wenn du etwas machen möchtest hier. Wir wissen doch alle, wenn so ein Auge oder ein Gesicht auf dem Boden ist, da musst du Bomben raufschmeißen. Hab ich ja keine, das ist ja das. Man ist halt komplett ohne Hilfsmittel, das finde ich aber auch gut, muss ich sagen. Ja doch, du hast die komischen Pets als Hilfsmittel. Hättest du das Ei mitgenommen, hättest du eine Bombe gehabt. Ja, ha! Ja, aber das ist mehr so, ich töte alles, was bei dir im Raum ist. Das ist nicht, ne, wie soll ich sagen? Tja, bei der Post ist keine Problematik mehr. Instant weg. Ne, ich glaube, der hätte nur einmal Schaden bekommen und dann wären 100 Mal ihn weg. Getötet. Hallo, ist eine Bombe. Einmal so voll auf die Iris. CS-Gas in die Fresse, das ist feig. Voll auf die Retina. So, genau, CS-Gas hat dabei, gegen Augen ist das super. Na, komm her.
Die Musik ist gerade voll treibend. Aber der Boss selbst kann doch nichts, ne? Der fährt einfach nur rum und lässt sich da von dir schlagen. Ja. Ich schlage mich. Ich stehe drauf. Ich mag es, wenn du mich verhärt in die Augen stichst. Oh. So richtig. So dreckig. Ist kurz vor diesem. So, das kommt jetzt. Oh, jetzt kommt der Hörsinn. Was muss ich da machen, warte? Musik! Den verbrenne ich. Und. Bin der größte Fan. Nein! Ich gebe auf! Größter Musikfan. Hör auf zu sprechen, lass es. Nein! Oh, wie gemein. Da ausweichen. Ja, natürlich. Das kann nur der Gehörsinn. Ich kann mit Schallwellen um sich schießen. Kannst du nicht springen? Ja, kann ich, aber das bringt nicht viel, weil ich da sofort abgetrieben werde. Oh. Nein, nicht das. Nein. Gleich kommt nochmal die Meerjungfrau. Meerfrau. Fräulein Fisch. Hab ich dich. Ah, nein. Die Kiste Nixe. Die Kiste Nixe, eine Frau, die untenrum nach Fisch riecht, also die will ich aber nicht haben. Yes. Hast du ihn kaputt? Bam, sehr wohl. Kaputt gemacht, Junge. Es kommt bestimmt gleich der Nasensinn. Der Nasenbär, der kommt das, bestimmt das auch noch. Warum steckst du das Brötchen mit der Verpackung in die Fritteuse? Oh. Und den Bounty auch noch? Das macht man doch nicht. Woher hast du das eigentlich? Das ist aus New Kids. Ich hab New Kids so kacke. Ist es auch. Aber ja. Das sind wieder die Bösen aus Zelda, die ziehen richtig. Oh ja, das sind die Wallmaster. Yo, Dog. Aber die ziehen dir richtig was ab. Ich guck das gerade mal. Deine Äpfel, die verschwinden ja ohne Ende. Ja. Die sind richtig gemein. 2 Treffer und Bams. Sau. Aber super Feuerheft gegen alles hier, merke ich gerade. Das ist dein Feuer. Ich habe schon Angst gekriegt, dass sie mich da wegbashen. Nee, das ist meins. Mein super Feuer. Yeah. Achso, ist deins. Okay, gut. Ich habe auch mal gedacht, das ist ein Kringel von den Bossen, den du ausweichen musst. Nee, das wäre fies. Ich sag's dir, der Endgegner ist der Wolf. Wir kommen gleich nochmal wieder und dann... Oh, jetzt soll ich Pac-Man spielen. Seid ihr auf dem Kopf. Geschmackssinn. Waka. Aber weißt du, das ist eigentlich Quatsch, wenn ich hier das Ding nehme. Das ist Quatsch, nehme ich mein Ding hier. Also, wenn du keine Pause machst, werde ich mich mal ganz kurz für einen Toilettengang verabschieden. Ich bin gleich wieder da. Ja, mach gut. Nimm uns mit auf Klo. Ja, uns beide. Oh. Waka, mach das auch waka. Ne, das macht so eine ganz komische Melodie die ganze Zeit. Battle-Musik halt. Ist so kein Battle. Aua. Das ist voll bescheuert, dieses schnelle Rennen manchmal. Haut's immer gegen die Wand. Yes, hab ich euch. Bang. Also mit der einfachste Boss irgendwie. Ja, die Hände dann. Aber ich hab nicht mal Lebensenergie gekriegt durch die Äpfel. Das ist gemein. Ja, das wäre aber auch ein bisschen übertrieben, Ruhe. War ja auch ein paar mehr da. Oh, was soll das sein? Ein Wurm. Der ist blind? Hä? Was hatten wir noch nicht? Wir hatten Gefühl, Geruchssinn, meine. Nase. Vielleicht mein Hund? Du kannst ihn anfurzen, genau. Bruder, du musst mich nutzen. Ich habe heute ganz viele Zwiebeln gegessen. Nö, hilft nix. Wie wäre es, wenn du mich einfach reinfrisst? Warte mal. Das bringt alles nichts, Bruder. Du musst schon richtig laut furzen. Mach doch mal Mega-Feuer, also so Mega-Eis. So. Ja. Ne, bringt auch nichts. Aber das ist kein Eiszauber, das ist Quatsch eigentlich. Ich frage mich, wie die darauf kommen, dass es Eis sein soll. Hä? Was hast du denn noch? Was kannst du dem denn nochmal so entgegenschmeißen? Ich mach jetzt einfach mal die Dinger alle was kaputt. Was denn, ey? Das ist Geruchssinn, glaube ich. Geruchssinn? Ja. Ziemlich eklig aus. Könnte glatt aus Binding of Isaac sein, ey. Ja. Diese komischen Baby-Burritos. Alle kaputt. Da. Oh. Ah, okay, man muss die... Ah, ich bin so ein Eumel. Ja, ich muss hier Schaden kassieren scheinbar. Oder geht es auch so? Die Musik.